Oh, da sind wir schon. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie online dabei sind. Hier stehen wir im Deutschen Architekturmuseum, Erdgeschoss in der Ausstellung. Einfach grün, echtes Grün um uns herum. Und die Ausstellung selber wird Ihnen ganz am Ende dieser Veranstaltung in einem Film gezeigt. Jetzt ist es ein bisschen dunkel. Und ansonsten wollen wir Sie heute mit interessanten Beiträgen rund um das Thema Gebäudegrün gleich entertainen. Neben mir Rudi Scheuermann von ARUB, unser Berater und Mitkurator, der das Thema Gebäudegrün bei ARUB vertritt. Und auf der anderen Seite ist Hilde Strobel, die Kuratorin, die die hauptsächliche Arbeit an diesem Projekt gemacht hat. Ausstellung wie auch Publikation. Ja, und bevor ich es vergesse, lieber gleich zu Anfang. Wir müssen uns natürlich bedanken, das mache ich jetzt gleich, damit ich auch ja keinen vergessen habe. Also da ist ARUB als Partner, da ist Frankfurt frisch auf. Das Programm des Umweltamtes, Kamera dorthin, zu Peter Dommermuth, Leiter des Umweltamtes. Und Frankfurt frisch auf ist ein Programm, da wird er gleich von erzählen. Da können Sie ganz viel Geld bekommen, wenn Sie selber zu Hause das Dach, die Fassade begrünen wollen. Die würden bis zu 50% mitfinanzieren. Geld bekommen haben wir von der IKEA-Stiftung, was super ist, und die dieses Projekt getragen haben mit uns. Außerdem Stefan Böhme, die Gesellschaft der Freunde, die Firma Vicona und der Bundesverband Gebäudegrün. Und deswegen möchte ich, ja, die Ausstellung selber ist designt von dieser Wiesbaden, Mario Lorenz, der läuft auch hier herum. Bevor wir jetzt loslegen mit dem Ganzen, bitte an Peter Dommermuth, der uns erzählt, warum das Umweltamt mit dem Deutschen Architekturmuseum an dieser Ausstellung gearbeitet hat, warum das Umweltamt Partner ist. Bitte sehr. Ja, das mache ich ganz furchtbar gern. Die Kooperation hier mit dem DAM für diese Ausstellung lag für uns quasi absolut auf der Hand. Um es mit einem kurzen Satz zu sagen, also einfach grün ist tatsächlich unser Thema, ist ein Thema, das aus unserer Sicht eine extrem hohe Bedeutung hat und jede Förderung und jede Unterstützung verdient. Das Umweltamt selbstredend ist mit extrem vielen Themen rund um das Thema Natur und Umwelt unterwegs, und dazu gehören in erster Linie natürlich der Klimawandel und die Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel. Da gehört dazu das Thema Biodiversität, da gehört das Thema dazu Luftreinhaltung und Lärmreduzierung, und all das ist in unserer Stadt im Moment dringend erforderlich. Wir machen im Umweltamt dazu extrem viele Konzepte, Initiativen und so weiter und so fort. Und insofern, für uns ist mehr Grün in der Stadt ein absolut zentraler Schlüssel für Lebensqualität in unserer verdichteten Stadt. Mehr Grün am und in den Gebäuden, auch in den Gebäuden, auf den Gebäuden, ist tatsächlich eine Maßnahme, die genau den vorgenannten Zielen unbedingt helfen kann. Und insofern liegt es auf der Hand, dass die Stadt Frankfurt genau diese Maßnahmen auch intensiv fördert. Seit 2018 machen wir das auf der Grundlage von einem Stadtverordnetenbeschluss. Ja, und Herr Schmal hat gesagt, dass Frankfurt frisch auf heißt das Programm und ist ein Teil der Frankfurter Umsetzungsstrategie. Der Fördertopf, den Herr Schmal angesprochen hat, 10 Millionen Euro insgesamt, 2 Millionen Euro im Jahr stehen zur Verfügung für Privatleute, für Unternehmen, für Wohnungsbaugesellschaften, die sich im Grunde genommen bei der Entscheidung für Dachbegrünung, Fassadenbegrünung, Hinterhofentsiegelung und Begrünung oder öffentlich zugängliche Trinkbrunnen mit diesem Geld sicherlich die Entscheidung leichter machen können. Das Ganze mit einer kostenlosen Beratung von den beiden Kooperationspartnern, von uns, Umweltamt und vom Grünflächenamt, und dann bis zu 50.000 Euro pro Maßnahme und bis zu 50% der anfallenden Kosten. Ich glaube, das ist tatsächlich ein richtig attraktives Programm. 600 Beratungen haben wir inzwischen schon durchgeführt in den vergangenen 3 Jahren. 120 Projekte sind am Start. 1,2 Millionen Euro haben wir schon auf den Weg gebracht. Aber damit sehen Sie, es ist auch noch richtig Geld da.
Und wir hoffen einfach, dass noch viele, viele Maßnahmen einfach dazukommen. Ja, die Ausstellung von unserer Seite aus, wir haben intensiv gerne mitgearbeitet, gibt umfassende und differenzierte Informationen rund um das Thema Gebäude und Grün, räumt tatsächlich mit dem einen oder anderen Vorurteil auf, erläutert rechtliche und technische Voraussetzungen und Umsetzungsmöglichkeiten, zeigt Best-Practice-Beispiele und macht Appetit auf eigene Initiativen für mehr Grün. Kurz und krumm, das Grün am Haus ist Lebensqualität und deshalb gerne der Appell auch von uns, besuchen Sie die Ausstellung virtuell, später hoffentlich in Präsenz. Begrünen Sie Ihre Gebäude oder denen, in denen Sie leben. Es lohnt sich auf jeden Fall und gucken Sie aufs Förderprogramm, nehmen Sie teil und haben Sie Spaß und Erfolg damit. Es lohnt sich tatsächlich. Ja, vielen Dank, Peter Dommermuth. Sie haben es gehört, Sie können rechnen. 3 Jahre sind rum. Von den 6 Millionen sind 1,2 verbraucht. 4,8 liegen da noch. Also ran an die Webseite und schnell beantragen. Es gibt noch Geld zu holen. Wir machen jetzt erstmal weiter mit einem Interview mit unseren Freunden von Woha Architekten in Singapur, Richard Hassel und Mansam Wong, die jetzt auch vielleicht zugeschaltet sind. Es ist ein bisschen spät. Also 1 Uhr nachts ist es gerade in Singapur. Das haben wir natürlich vor einigen Stunden aufgenommen. Also hier kommt das Interview mit Woha. Bitte sehr. I want to talk to you about what we in Europe could learn from you and from the city of Singapore, politically especially. You told me a long time ago that you have been able to talk the city over into adding new legislation into what you call the green plot ratio. So tell me more about that, please. You go, Mansam. Oh, you go, Richard. Well, I think, I mean, when you say we talk them into it, it maybe sounds a little bit too much like a straight up, like we had a conversation and they enacted some legislation. I think it's been a long ongoing conversation and wasn't something they were necessarily against, I guess. But it's been a good conversation where our projects push the envelope forward. And when we come up against a regulatory roadblock, we say, hey, this is a good idea, but we actually can't do it. And then maybe a year or two later, the regulation gets amended. It starts a study of it. It's obviously at the beginning, it was quite divergent. So we did a scheme in around year 2000 for a high-rise housing project with gardens throughout. I think they really liked our scheme, but it was actually not permitted under the regulation. So that probably started the process. And then it's now been 20 years since, so it hasn't been fast. But I think it's now, a matter of more of maybe now we're looking into things like sustainability and feeding back on things like, area for solar panels or mixed panels and agriculture, for instance, like how that is counted as floor area. So what did happen in the last 20 years in the city of Singapore for a developer, what would they have to adhere to? So originally it was anything that was green was considered floor area. And obviously that was terribly off-putting for them to put saleable area, because in Singapore they limit the amount of area you can build as one of the planning controls. And so no one would put that into garden if they could put it into an apartment, for instance. Yeah. So I think the number one decision was that these common sky gardens are not considered floor area,
And therefore, they become a different calculation for the developer. It's like, do I want to build this for lifestyle and marketing and branding or sustainability reasons? It's not impacting my feasibility in terms of the number of units I can build. But it's still construction area and it's still construction costs. So like all policies, the government has to incentivize developers to do it, to gain a certain momentum. But I think when they start to see that that the developers are finding it useful and all that, they will then start to remove the incentives. And I think that's and I think in some ways the URA here has been pushing this agenda. And I think after we have demonstrated with our building in Newton Suites, the government was very convinced that it was a good thing, and that our developer UOL was happy to build them. They were confident that they can push the regulations to make it 100% green replacement. And that was in which year was that, Richard? 2005 or 2007, around that area at that time. And that was for all the developments in near the central area. And then I think five to 8 years later, maybe 2010, I think they went a little further after seeing that there was it was taking a good foothold in the city, and developers were happy to do it. They made it compulsory for all developments in Singapore, large scale developments in Singapore, to have 100% green replacement. So, and I think now it's basically for all large projects, it is necessary for us to have 100% green replacement. And what do normal commercial developers do to get to that 100%? What would they do? In which way would they follow these rules? There are a few ways you can do it. You for one, you don't maximize the site coverage. Two is to roof up as much of the area with landscaping as well. And three, to create intermediate sky gardens to be able to multiply these green areas. And also, I think the government, through seeing the success of some of our projects with using green walls and all that, they have now, to a certain extent, allow a certain percentage to be counted in this green replacement as well, with vertical green walls. Mm. So there's a couple of ways in Singapore where we calculate the green plot ratio. With URA, they have a formula of surface areas. But with National Park, they actually go by the leaf coverage, which is a different way of calculating it as well. So it's gone to a fairly mature and a slightly more complicated process of calculating green plot ratio for various departments now. And did it make a measurable impact on the city climate? I think this is something that makes it quite unique to Singapore. And I think if you come to Singapore, you can notice that Singapore has a different architecture and a different quality of buildings. And I think a lot of this has to do with the amount of integration with landscaping and high-rise greenery. Yeah. Peter, in terms of measuring like a difference in climate, it's quite difficult, I think, because, you know, at the same time, energy consumption's going up, which eventually becomes heat in the city. But we're starting to study it in different ways. So, for instance, I think we've done a little study where if every building in a district was like Oasia, for instance, how much the temperature would drop by, which... Now, I don't have the figure at the tip of my head, but it was like several degrees Celsius drop in actually, temperature. Actually, that's quite a lot. For the surface temperature of a facade, compared to a glass and granite facade, the facade in Oasia is half of that. Usually, it's about 50 degrees Celsius for a glass and concrete facade.
The green wall itself is only 25. Mm. So it's actually 50% less. So it's a substantial amount of reduction in the temperature of the building, also a substantial amount of reduction in the urban heat island effect as well. So it's fairly substantial. We are starting to have post-construction data, and this data are very meaningful and impactful for city planners. And did you notice, for example, that after heavy rains, monsoon season is now, that it has been easier on the canalization of the city, for example, the water that has been kept by gardens? Yeah. I think in one of our projects that we did, like Kampung Admiralty, we piloted a vertical phytoremediation, and also slowing the process of water coming down and then collecting it before it gets discharged beyond our site. And I think that is a very interesting one for us. It was the first time that we did it. And sort of calculated and worked the technical details out of it. And I think it makes a lot of sense to actually slow down the water and before it's discharged into outside the site. Just from the point of view of how built up the city is, that we can actually slow the discharge of water. And the 60% ecosystem contribution, what does that mean? That's the key one. But actually, what is quite interesting for ecosystem contribution is we in for us, I think we did it in a way that is less technical and more architectural. We based it on a few things. Let me try and get it out. It's not going to get our book since you're asking. So the numbers are getting too complicated for us, but I think it's about how it actually contribute towards the performance of the environment, oxygen filtration, pollution cleansing, and things like that. What is the actual definition, Richard? Okay, so 60% is a development provides vertically and horizontally interconnected habitats, which including foraging territories. Provision is made for non-flying animals as well as birds and insects. Mm-hmm. Great. But actually what is interesting here, Peter, is that this was an architectural a rating that we came up with this book, which was, 2006 that we launched this. But what we have done quite, we have assessed it with specialists now, with Oasia Hotel downtown. We have calculated the kind of ecosystem contribution services the building does. So what it actually means is that with all the almost 1,000% green replacement, the building performs like 1/3 of a lowland rainforest. That is quite impactful. So as if it's a piece of lowland rainforest on the site, it performs the services of it by 1/3. Mm-hmm. And the impact here is that the building sits 100% on the site coverage. Even in a built-up environment, a building like ours can perform ecosystem services like a rainforest. If we did it 3 times of that, we would have achieved 100% of ecosystem services, which means built environment can also perform like rainforest as well. So the impact of this for city planning is quite impactful to know this data. So if we do want to say, hey, you know, we want to maintain 100% ecosystem services, this is how much we have to build, how high we should build, what sort of plot ratio we should have, and how much mandating of integrated greenery we must have. So this is fairly impactful for city planners. And we have provided such data to our city planners. They are sort of working through the numbers and seeing how they could actually make sense of it in terms of city planning. Yeah, thanks. That's exactly what we needed. And
we see that some certain cities in the world are catching up, and I think it's Melbourne or Brisbane who are having this mandatory 30% as green now. Very much thanks to Richard. That's good. That's great. Yeah. Now, we've been doing some work in Brisbane, so they're referring to our book, and they've been studying what we're doing quite directly and asking us questions and things. So it's really good. I think that Brisbane is taking it on from a regulatory point of view. Das war wunderbar. Thank you very much, Richard and Mansam. And yes, so Singapore is a pioneering country. Und wir haben es gerade gehört, das Baugrundstück muss in Singapore 100% ausgetauscht werden. Das Baugrundstück muss als grün wieder auftauchen auf Flachdächern, Fassaden und so weiter. Das ist der grüne Ratio. Und das andere war der Öko-Index, den Sie gerade beschrieben haben. Das sind Dinge, die wir alle hier nicht haben. Was können wir denn lernen? Die haben ja vor 20 Jahren angefangen. Was können wir heute lernen, Rudi? Wir sind auch schon seit einigen Jahren unterwegs und reden mit Städten in der ganzen Welt. Und die Stadt Melbourne, ähnlich wie Brisbane, Richards Buch herangezogen hat, um eine Regulierung für Fassadenbegrünung durchzusetzen, hat Melbourne einen Forschungsbericht von uns herangezogen, um das durchzusetzen. Und ich bin auch wirklich sehr, sehr glücklich darüber, dass wir in Stuttgart den Erfolg hatten, durchzusetzen, dass ein Anteil, ich glaube auch um die 30% der Gebäudehülle begrünt werden muss, was natürlich ein super Erfolg ist, wenn wir dadurch entsprechend mehr Grün in die Stadt bekommen, weil das Kleinklima in der Stadt wird dadurch einfach deutlich besser. Aber wir haben natürlich noch viele andere Vorteile, wie zum Beispiel bei Starkregenereignissen die Überlastung von Kanalisation und Regenabwässern besser zu puffern. Auch das ist natürlich im Sinne der Stadt und der Stadtinfrastruktur ein extrem gutes Beispiel, warum man Gebäude grün in die Stadt bringen sollte. Darüber hinaus gibt es natürlich dann die Vorteile, die wir immer wieder ansprechen, dass eben vor allen Dingen die Feinstaubbelastung, die Überhitzung der Innenstädte, genauso wie im Endeffekt aber auch die Lärmbelastung gedämpft wird und dadurch natürliche Fensterlüftung für größere Teile des Jahres möglich wird und dadurch weniger Klimatisierung betrieben wird und somit Energie eingespart wird, die kein CO2 emittiert. Wir haben es ja, also das ist der eine Punkt. Was kann die Politik machen? Kann die Stadtpolitik zum Beispiel, sollte sie nicht hier auch voranschreiten und beim nächsten Mal schon verlangen, bei Neubauten 30% des Grundstücks müssen jetzt mit Grün wiedergegeben werden. Das wäre so eine Forderung. Aber der Witz dieser Ausstellung ist nicht, dass wir an die Politik gehen und sagen, die sollen es richten, sondern wir wollen ja jeden Einzelnen ansprechen. Ja, wir wollen jeden Einzelnen in der Ausstellung ansprechen, weil wir sagen, auch eine kleine Initiative kann schon eine große sein. Und wenn wir jetzt gerade auch nach Singapur geblickt haben, wird dort ja nach dem Prinzip Anreize schaffen, also fördern, was ja auch Förderprogramme hier in Frankfurt sind, und gleichzeitig fordern. Es gibt auch andere Beispiele in anderen Städten, in denen viel mehr gefordert wird oder noch viel mehr gefördert wird, aber es kann auch eine Balance zwischen allem sein. Nur unabhängig von dem, was man machen muss, kann man ja auch Dinge machen. Also man kann selbst sein Haus, das Haus, in dem man zur Miete wohnt, auch begrünen. Und zum Teil sind es Initiativen, die gehen von den Dachgärten los bis über die Terrassen, Balkone oder auch die Fassade, die begrünt wird, indem ein Efeu gepflanzt wird, indem andere Pflanzen mit Ranghilfen die Fassaden begrünen. Das heißt, es gibt einiges, was man tun kann, ohne gleich im großen Maßstab Neubau zu denken, denn unsere Städte
bestehen nun mal hauptsächlich aus Bestandsgebäuden. Deswegen müssen wir den Fokus immer wieder auch hin und her schwenken in der Ausstellung von, was macht man im Neubau, was ist auch technisch möglich, was ist quasi im großen Maßstab umsetzbar und was können auch schon kleine Initiativen bewirken. Und deswegen haben wir im Rahmen der Ausstellung einen Call for Projects ausgerufen, und zwar über die Website www.einfach-grün.jetzt. Es haben uns schon über 100 Eingänge erreicht. Wir sammeln immer noch weiter bis Ende Juni. Und das Spektrum, die Vielfalt ist wirklich sehr groß, sehr bunt. Und wir sind auch richtig gerührt zum Teil von dem Engagement der Bürger, gerade zum Beispiel von Mietergemeinschaften, denen das Haus nicht gehört, die sich zusammentun, gemeinsam den Besitzer überzeugen, um dann ein Haus zu begrünen, vielleicht auch noch Förderung beantragen und die Verantwortung auch dafür übernehmen, das Haus, das Grün am Haus auch gemeinsam zu pflegen. Das sind meistens Fälle von Mietergemeinschaften, die dadurch sich natürlich noch mehr mit dem Haus identifizieren, als wie wenn man kein gemeinsames Ziel hat. Und somit entstehen lauter kleine Inseln in den Städten, die grün sind und in der Summe dann doch große Lebensräume bilden können für Flora und Fauna. Ja, das ist ein Aspekt der Ausstellung Call for Projects, und das wird auch online gehen auf jener Webseite. Wir stehen kurz davor, dass die interessantesten Dinge demnächst geschaltet werden. Aber das ist ja nicht alles. Was ist denn hier auf den 300 Seiten drin? Das ist ja nicht so ohne. Und ich sehe viele, viele, viele große Fragen, Antworten, Ähnliches. Was ist der Sinn von all diesen Fragen und Antworten? Naja, was, glaube ich, ganz wichtig war die Leute mit ihren Fragen abzuholen. Es gibt um Gebäudegrün natürlich sehr viele Fragen. Verursacht das Schäden am Gebäude? Was darf ich nicht? Wo kann ich was machen? Diese Fragen muss man natürlich erstmal aufnehmen, um dann auch Antworten liefern zu können. Aber eben sehr stark vor diesem Fokus, dass wir eben gesagt haben, Neubau kann tatsächlich neue Impulse setzen, aber richten können wir das Kleinklima in Städten, in dichten Städten wie Frankfurt, und ich denke, da wird mir der Peter zustimmen, schaffen wir nur, wenn wir auch den Bestand angehen, wenn wir massiv im Bestand grün nachrüsten können, weil dort kriegen wir flächendeckend einfach die Masse, die wir brauchen. Ich glaube, Peter, wir haben dazu gesprochen, ich habe ja natürlich damals gesagt, ihr seid bestimmt überrannt worden mit lauter Anträgen, fördert uns, gibt uns 50% des Geldes zurück. Er sagt, nein, das Geld wird nicht abberufen. Ja, warum denn nicht? Ja, warum denn nicht? Warum wollen die Leute das Geld nicht haben? Naja, ich glaube, das ist, wie vorhin angedeutet, schon mal eine Frage von Informationen, die gebraucht wird. Der eine oder andere hat vielleicht auch schon mal gehört, Mensch, das ist ziemlich teuer, es ist pflegeintensiv und am Ende, ja, dann die Pflanzen sind vielleicht an dieser Stelle auch aggressiv oder ähnliches mehr. Das heißt, man traut sich nicht so richtig ran. Wir können definitiv sagen, jetzt mit einer sehr, sehr guten Information, mit einer Top-Beratung dazu, und das machen halt die Kollegen aus dem Grünflächenamt, das machen wir, sind viele Vorurteile schon mal weg bei denen, die zu uns kommen. Das heißt, die Zahlen der Beratungen und auch der Förderanträge und Ähnliches mehr ist wirklich über die Jahre hinweg, über die 3 Jahre, sehr stark gestiegen. Und es ist eine sehr, sehr starke Tendenz, dass im Grunde genommen die Menschen jetzt tatsächlich auch zu uns kommen. Aber dazu, Beratung ist der eine Teil, Information. Und ich kann nur sagen, es muss eine Beratung sein, die sehr einfach zu verstehen ist, also nicht hochwissenschaftlich, nicht super kompliziert. Und da kann ich nur sagen, die Fragen, die die Menschen an uns gerichtet haben in diesen 3 Jahren, die sind hier in dieser Publikation sehr klar, sehr einfach und nicht super kompliziert beantwortet. Von allen Vorteilen, die technischen Möglichkeiten, die rechtlichen Möglichkeiten, Voraussetzungen, steht hier auf diesen 300 Seiten drin, Peter, so wie du es gerade auch angesprochen hast. Ja, danke. Er hat auch einige beantwortet, ne? Also klar. Ja, du hast hier so ein Vogelhaus. Was ist das? Das ist ein Nistkasten, der
denjenigen, die den Preis gewinnen werden, der Einreichenden auch bekommen werden. Darüber hinaus ist es das Haus-im-Haus-System von Ungers, in dem wir hier gerade sind, in klein. Das heißt, Sie können sich das Damm in klein nach Hause holen, Platz darin haben verschiedenste Vögel, von Kohlmeisen bis zu Sperlingen. Das ist alles überprüft worden, was die Vögel denn am liebsten denn für eine Form hätten. Und dieses Haus kann man auch hier in der Ausstellung erwerben, um sich eine Erinnerung an unsere Schau hier mit nach Hause zu nehmen. Und das Grün an sich zielt ja eben nicht nur auf den Lebensraum von Pflanzen, sondern eben auf den Lebensraum von Tieren. Und das hier als kleiner Hinweis darauf. 49 Euro nur bei uns. Klar. Und der dritte Teil sind natürlich unsere Höfchen selber, die wir Ihnen nachher in dem Film zeigen können. Jetzt nicht, ist zu dunkel. Wir haben 12 Höfchen, die sieht man nicht jedes Mal, wenn man zu uns kommt. Die sieht man eigentlich nie, weil wir nicht genau wissen, was wir damit tun sollen. Deswegen ist eine Wand normalerweise davor, weil wir Wände brauchen. Die Wand haben wir weggenommen und 10 der 12 Höfchen haben wir begrünt, zusammen mit Gary Zemp, der das entworfen hat, geplant hat, und dem Pflanzenforum, die das ausgeführt haben. Dort sind verschiedenste Systeme an Pflanzsystemen für Wände, Fassaden, Dächer gezeigt, um zu sehen, wie das wirklich ausschaut, wie dick ist es, wie heißt die Firma, wie sieht das Ganze aus, und die haben natürlich so eine Art Labor. Also 10-mal der gleiche klimatische Bereich, vergleichbar. Alle jetzt vor 2 Wochen gepflanzt und wir werden ja sehen, wie sie sich entwickeln werden. Die Ausstellung geht im Moment bis Mitte Juli. Wer weiß, was noch alles kommt und wann wir wieder aufmachen. Natürlich soll das Publikum uns auch besuchen und diese wunderbaren Höfchen betrachten können. Aber das ist ja eine Sache der Politik. Aber Sie werden es nachher in dem Film sehen, der am Ende kommt. Da werden die Höfchen bei Tag wurden sie gefilmt und Sie sehen es. Was sind das denn für Firmen und was sind das denn für Systeme? Die Systeme sind ganz unterschiedlicher Art. Das sind, man nennt es wandgebundene Systeme oder bodengebundene Systeme für die Fassadenbegrünung. Wir hatten, die sind von verschiedenen Herstellern produziert, aus den Niederlanden, aus Spanien, aus Italien. Und die funktionieren auf verschiedenster Basis, zum Teil auf einer organischen Basis mit Erde, zum Teil aber auch auf Steinwolle oder Mineralwolle und können zum Teil auch schon vorfabriziert und können auch vorkultiviert sein, also vorbepflanzt, und man kann sie dann an die Wand bringen. Sie können aber auch individuell gepflanzt werden. Und die Idee ist, wie Peter gerade schon sagte, dass die Höfe zur gleichen Zeit bepflanzt wurden mit verschiedensten Systemen. Und die haben die gleichen Bedingungen und man kann sehen, welche sich hier auch am besten entwickeln. Und was wir auch haben, also nicht nur Begrünung in der vertikalen, sondern auch in der horizontalen. Wir haben auch ein Musterdachbegrünung hier in der Ausstellung, das schräg angebracht ist, um auch ein bisschen dem entgegenzuwirken, dass vielerorts ja immer wieder noch gedacht wird, dass man Dachbegrünung nur in der wirklichen horizontalen begehen kann. Nein, es geht auch mit einer Dachneigung, das wollen wir hier auch vorführen. Und die werden bewässert, die werden gepflegt. Manche brauchen mehr Wasser, die anderen weniger. Also wir werden sehen, was sich in nächster Zeit entwickelt. Und deswegen wird sich, wenn man wiederkommen darf, lohnen, öfter zu kommen. Unser Ziel ist es, Sie natürlich für immer und ewig hier zu halten. Wir reden gerade mit den Firmen, die diese Systeme uns geliehen haben. Wir werden sehr bald liebe Briefe an diese schreiben und die bitten, wenn wir ihren Namen an die Fensterscheibe schreiben, ob wir das nicht für immer und ewig halten können, damit die Höfe begrünt bleiben. Sie hören ja zu, also geben Sie sich einen Ruck und es wird wunderbar werden. Rudi, in unserem Atrium liegen so eine Art Pflanzsäcke. Was ist das? Die heißen Pocket Habitat. Das ist ein System, was wir vor ungefähr 15 Jahren entwickelt haben, mit dem Ziel, bekieste Schwarzdächer nachzurüsten und auf einfachste Weise im Do-it-yourself-Verfahren auch
Gründächer daraus zu machen. Man nimmt den Kies runter und setzt die Säcke mit vorbesamtem Substrat auf die Dächer, schneidet sie auf und exponiert sie der Witterung und dann entsteht ein Gründach. Die Säcke selbst sind aus recyceltem Material hergestellt und haben einen Durchwurzelungsschutz, sodass das Schwarzdach darunter geschützt ist. Sollte irgendwann mal ein Schaden am Schwarzdach sein, kann man einfach den Sack wegnehmen, kann das reparieren und wieder draufsetzen. Also wirklich ein ganz, ganz simples System. Und das Ziel war eben auch, es so simpel wie möglich zu machen, dass Menschen es selbst umrüsten können. Einfach grün funktioniert vor allen Dingen dann, wenn Menschen das selbst machen können und nicht immer irgendwie Planer und Firmen und so weiter brauchen, um das für sie zu erledigen. Und das soll eben auch der Anreiz sein, zu zeigen, dass man eben vielleicht auch mal ein kleines Garagendach oder ein kleines Stück Flachdach ganz problemlos nachrüsten kann. Denn es ist wirklich wichtig, in Summe für die Stadt möglichst viel Grün zu bekommen, um die Überhitzung der Innenstädte in den Griff zu bekommen. Also Pocket Habitat heißt es. Es ist so groß etwa und gefüllt mit Erde wäre es etwa 20 Kilo schwer. Also machbar. Sie können ohne die Erde den Sack bei uns kaufen mit Samenmischung von Samen Andreas Kleinmarkthalle natürlich und 19 Euro der Sack, 1,50 die Mischung und Sie füllen es mit Erde, die Samen hinein und das Ganze auf die Nachbarsgarage und dann mit der Zeit kommt einfach der kleine mobile Garten, den Sie da überall anbringen können. Wir haben 15 im Atrium vorgepflanzt und 3 oder 4 machen wir jetzt nächste Woche mit Samen, damit wir beweisen, das geht wirklich so einfach, so ganz einfach grün. Und das ist ein schönes System, es gibt es nirgends mehr zu kaufen. Wir haben es jetzt nochmal neu quasi basteln lassen und da kommt die 5-Minuten-Warnung und also die gibt es jetzt wieder und wir hoffen, dass Sie es probieren und die kleinen mobilen Gärten anlegen. Vorhin war ich in HR2 und da sagt der Redakteur, was halten Sie von Guerilla-Gärten, die man aktivistisch einfach im Park anlegt, indem man Seedbombs und Blumen und andere Dinge versteckt und vergräbt und anpflanzt. Und dann habe ich gesagt, ja, das kann ja jeder für sich entscheiden. Das klingt gut. Machen Sie es einfach. Sagt, da habe ich ja schon. Also selbst die Redakteure sind ja schon unterwegs. Das klingt also, gehen Sie raus, probieren Sie es, pflanzen Sie an. Und dann wird Frankfurt kühler im Sommer. Dann wird Deutschland, dann wird Europa grüner. Wir können alle beitragen, auch die Architekten können beitragen. Wir sind das Architekturmuseum. Es fällt manchen nicht so leicht. Und wir fragten uns, warum das so ist. Es mag damit zusammenhängen, dass eine wohl entworfene, gestaltete Fassade mit den Jahren natürlich verunklart wird. Der Entwurf ist nicht mehr so deutlich, wenn dieser Bau begrünt werden sollte. Aber es kann natürlich sein, wenn ein Bau besonders prägnant ist, wie zum Beispiel die Kita in Sossenheim von Christoph Meckler, die hat eine Reihe von Giebeln, die sind sehr deutlich, obwohl der gesamte Bau inzwischen begrünt ist. Den haben wir hier als positives Beispiel, wie Geometrie sich durchsetzen kann, auch wenn sie begrünt ist und wenn der Architekt das ursprünglich 1989 nicht geplant hatte. Es gibt aber auch Bauten, die geplant werden mit viel Grün. Das sehen wir hier unter unseren Best-Practice-Beispielen. Da sind die Berühmten in aller Welt dabei. Oder auch andere Lokale wie dieses wunderbare Projekt. Also, es ist ja nicht weit nach Darmstadt. Neben dem Herrengarten befindet sich dieses merkwürdige Haus von dem Architekten Ott Hoffmann, 72 gebaut. Seine Idee war, erstens die B-Ebene über der Straße. Andere haben nicht mitgemacht, wie Sie sehen. Und dort oben hat er ein Sand gestreut und vom nahen Herrengarten kamen die Samen und haben sich selbst angepflanzt. Dann hat er sie rausgenommen und sie in anderen Teilen des Hauses verpflanzt. Also alles, was da wächst, ist angeflogen gekommen. Er hat nichts gekauft und das ist natürlich wunderbar. Bei unseren Höfen haben wir auch 2 solcher Höfe, die wir entdeckt haben, nachdem die Wände entfernt worden sind.
Wir haben nachgerechnet, 2 Jahre lang waren die Wände davor. Ein Hof ist mit wildem Wein und einer gemeinen Esche bepflanzt. Der andere Hof hatte merkwürdige Bäume mit etwa solchen großen Blättern, von denen wir nicht wussten, was es ist. Unsere botanischen Berater haben dann gesagt, es ist ein Blauglockenbaum. Und ein kundiger Facebook-Fan berichtete, dass im Liebiggarten solche Blauglockenbäume stehen, die vielleicht bis hierhin ihren Samen verbreitet haben. Also es geht ganz einfach. Und wie Rudi Scheumann sagt, man muss die Natur einfach machen lassen. Dann wird das was. Wir haben jetzt einen guten Freund des Hauses, nämlich Stefano Boeri aus Mailand, den wir vor einiger Stunden interviewt haben, mit seinem Bosco Verticale. Der ist nun 6 Jahre alt und ist unglaublich bepflanzt. Boeri hatte so viel Erfolg damit, dass er weltweit baut. Dazu habe ich ihn interviewt und bitte die Aufzeichnung ab. So, Stefano, with your super success of the Bosco Verticale, I was trying to figure out on your website how many projects you're basically working on, and I did not really succeed because it is such a lot of them. And you call it the vertical foresting, and there's something like a world map, which is amazing, with maybe 20 projects. So what is really going on with the vertical forests all over the world? Please tell us. Well, thanks, Peter. I cannot forget that I have to thank what you have done on 2015, because the award we received from Frankfurt and from you, from your jury, was extremely important to, let's say, show what was happening in Milano with this prototype. And I believe that what we have done in Milano, it's really a prototype. So was an experiment which we're trying to, let's say, to show that was possible, is possible, will be possible to put together living nature and architecture, without considering even nature as simply an ornamental presence or a decoration. And after the first prototype, we were seriously considering the first prototype as an experiment. So we started to study the reaction of trees, the reaction of plants, and the reaction of tenants, of people, in order to understand the mistakes, the limits of what we done, and try to improve the solution. And that's what we have done. So we have worked, I believe, really with the passion and with this kind of obsession to not simply replicate but improve this typology. And when we started to be asked to repeat this typology in other parts of the world, that's what we have done. So we are now involved in many projects. Many of them are in construction. The two first vertical forests are, sorry, do you see me? Yeah. The two first vertical forests are in, will be opened in a few weeks in China. There are two social housing buildings in Hangguang, the Hebei region, not so far from Wuhan, And I believe in few, let's say, end of February, they will be ready to open it. Another one, which for us is very important, is Eindhoven, through the vertical forest. This is another building in social housing. And it's super interesting for us because it was really, the result of a real work to try to reduce, to cut the cost of construction using prefabrication. And it will be, it's more or less already built, the structure. And we started to move plants from the nursery to the construction site 2 weeks ago. I believe that for summer, it will be finished. Then we have another building in construction in Tirana, Albania,
The construction title started in July, last July, so it's ongoing at the moment. We have another one, which is not exactly a vertical forest, or better, is a vertical forest, but it's not a high-rise building. It's a seventh floor in Antwerp. And it's also, in my opinion, quite interesting as a building. And then we have many other projects that are starting now. So we have a project in Egypt. We have a project in Germany. We have a project in French, in Paris. We have a project in Milano. We have two versions of vertical forest that will start, hopefully soon. But basically, what I have to tell you is that all this was the consequences of the fact that we have used the prototype Milano as a real experiment, not, let's say, something to replicate as it was. And did the idea that social housing is now a client which would have a great impact on your budget, so how would that impact the idea of the vertical forest by working with a smaller budget? Well, basically, the first issue is about the cost of construction. So we are now introducing prefabrication, and this has helped us a lot to reduce the cost of construction. We are now also experimenting the use of timber and wood in the structures. That's for me is the other crucial, necessary step we have all to do if we believe in the possibility that this high-rise green building could become in the future, let's say, a typology of construction affordable for everybody. So the use of timber and wood, it's super important for many reasons, but basically it's important because it's, cut or reduce the production of CO2 during the construction process. And that's the other. So for instance, we are working on that in 2 or 3 version of the vertical forest that we are now start to construct. And then the other issue was about maintenance. So we cannot forget that the first example of vertical forest, we have to be very honest. At the beginning, in 2014, the cost, the value of the building was not so high. Compared to other to the real estate market in Milano, the lower floor of the vertical forest valued something about 6,500 euro for square meter, and the higher floor were about 10 per square meter. Now the cost of the value is doubled. So it's a lower floor 10-12 and the higher floor 20-25. But in any case, was an expensive construction for many reasons. But the first is that the developer, so Mr. Heinz and Mr. Catella, had to invest a lot in research, had to invest a lot in a series of tests we had to do to experiment something that was never experimented. Just to give you an example, Peter, you know that well, but we went to Miami, to Florida, to test the pots and the technology of with Arup to put the roots and the pot in condition to resist to extremely windy situation, windy condition. We had to go to this huge wind gallery in Miami where they test the building in the typhoon. So that was one of the most expensive steps in our work. So and the value of the building was also mirroring important investment. Now all this is over. Now we know what to do. We know how to work. We know how to guarantee the stability of trunks of trees in different conditions. So it's different. And what makes our work
honestly extremely passionate and interesting and intriguing is that every time we start again, because it depends from the climate condition, it depends from the selection of trees and plants that you do. And only when you have done these two steps that we normally do together with botanists. So we always the relation with architecture and botanics is important. Only at that very moment, we start to imagine the composition of the facade, considering that for every species, we have to, let's say, study the evolution trajectory, also the three-dimensional trajectory, and then we can locate the trees in a certain part of the facade, or we can create the empty space between one balcony and the other in order to let's say, to create the best condition for the trees' growth. And that's why I always say that we do houses for trees, not only for people. Well, that's going to be very exciting. And how did COVID pandemics impact this work now? I mean, you can't go in February to China to see Huanggang, but how else did it did it slow construction, or did your projects get postponed? Yeah, no, for sure. So we had some problem. China now is, as you know, going well. So also in Hebei region, they're going very fast. We have another two buildings in China, in Nanjing, two vertical floors. One is an office tower. It's very high. It's like a very tall. It's 250 meters. And the hotel, it's a vertical floor in Nanjing. And they're going ahead. And we believe that it will be finished in September, October. Europe is different. But as far as I've seen in Holland, because we have another construction site in Utrecht. And in that case, a very complex building with different functions. So it's the basement is more commercial, and in between we have offices and either a residential. But basically, they are going ahead everywhere. So, at the moment, we had no, let's say, reason to concern for the slowing of the construction processes. Mm. And is Arup your partner in these projects? Yeah, we work always with Arup. So at the beginning, as you know, they were extremely, let's say, helpful. And Because Rudi Scheuermann is our third curator in the show, and we're doing this together with him. And it's, of course, a great achievement. Yeah. No, him, and it's a Arup, it's a guarantee for sure. Yeah. Well, I think we would have all the major points, Hilde, right? Maybe I can ask a question. It's about Italo Calvino. One time you named Italo Calvino as the Baron in the Trees as an impulse for your work and for the Foresta Verticale. At the moment I read the book and I love it. But I want to ask you, what kind of impulse came from Calvino to you? Well, immense. I read about Calvino when I was a kid, and there are many, 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 let's say, parts, many also implicit content of this book who were probably working inside me in this year. Well, you have to know that my father was born in Liguria, more or less the same place where Calvino was born and where he was locating, let's say, the Barone Rampante story. And then I was used to go back to that part of Liguria when I was a kid. And this idea of observe the world through the filter of leaves, not to accept a different perspective on life, on the life, using branches and plants and trees as a kind of new condition of life was probably working in a unconsciously on, as implicit in a very strong way. And
I was fascinated, and I'm still fascinated by the Calvino point of view. So, because it's you know what he does? He makes something which is completely fantastic, possible, plausible. So that's amazing. And the idea of this young Duke that decided when he's 12, to abandon the family, a very boring father, and to start to live the entire life on the branch of forest, where he does what he does a normal life. So he meets people, he do sex, he follow the contemporary events of his country, of his. So it's amazing. Yes, it's amazing. And sometimes when I am at the vertical forest, I believe, or I hope, more I hope than I believe, that what we have done is a little bit a kind of translation, if you want, of a literature imaginary into an architecture. Because that is a really amazing staying at vertical forest, that you see the city, you see the life of the city with through the filter of leaves. So it's such an amazing change in the perspective. Yes, thank you, Stefano Boeri. Well, he was the one that showed us that something like Singapore is even possible in Milano, and that means even in our climate, to have a really green surrounding, a really green environment that after a few winters is still alive. That's the amazing part. And we knew the concept, we knew what he was talking about, but he made it possible with the help of Laura Gatti, the botanical professor who helped him with the plants, that this building is still there and it's overgrown and it's totally amazing. Und da haben wir noch ein Vorbild von den Häuser für Bäumen, nämlich Friedensreich Hundertwasser. Wer hätte das gedacht, mit seinen berühmten Baummietern, die er auf der Triennale Milano 1973 realisierte. Also es gibt Vorbilder und Beispiele, die erstaunlich sind. Und in diesem Sinne, habe ich gesagt, 19 Euro online zu bestellen. In diesem Sinne, viel Spaß allesamt und schauen Sie sich unsere Filme an. Wir grüßen aus der digitalen Eröffnung. Die echte kommt, wenn sie kommt. Und dann werden wir einen lustigen, Corona-sicheren Empfang hier Ihnen bereiten. Meine Damen und Herren, kommen Sie dann eines Tages und vorher online. Viel Spaß, gleich gibt es einen Durchgang durch die Ausstellung und ich hoffe, Sie haben sich amüsiert. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Thank you.
you.